Freebird Games. Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf dem neuen Kanal Zockduo. Hier ist der Demo-Tester Deluxe und ich freue mich echt riesig, dieses Spiel endlich Let's Playen zu können. To the Moon, eigentlich ist es ja kein so richtiges Spiel. Zumindest wird es so oft betitelt oder will es betitelt werden. So, jetzt ist auch das Mikrofon endlich richtig gerichtet. Und ja, ich glaube, ich rede jetzt nicht groß weiter herum. Ich kann ja noch grob sagen, das ist eine ziemlich emotionale Geschichte, die um die Frage des Lebens sich dreht sozusagen. Geht, aber das können wir ja dann später nochmal diskutieren, wenn wir dann mitten im Spiel sind. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und ich liebe an diesem Spiel einfach den Soundtrack, den man ja jetzt schon gerade hört. Und es ist einfach, die Atmosphäre, die da geschaffen wird, ist einfach toll. Also zumindest war das mein Eindruck, als ich es schon mal angespielt habe, beziehungsweise die Aufnahme gefailt habe. Pust. Aber wir fangen jetzt einfach an und drücken auf Beginnen. Musik Kangao Laura Shigihara. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Illustrationen Gabriela April, Elisa Christopher und Fan Setia Pautra. Hoffe ich. Oder so. Und wir hören ein Klavierspiel. Gestaltung Kangao. Was war das? Wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Ja, er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben sein Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du ja dann alles so in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich die Dr. Rosalyn die ganze Zeit so hoch sprechen soll oder ob das die Atmosphäre zerstört. Ich glaube, ich werde einfach normal reden. Leichte Stimmvariationen vornehmen. Na gut, holen wir mal den Kasten. Ausrüstung erhalten. Ab das Mistding. Lass uns loslegen. Rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen und zu schließen. Dann schauen wir doch mal. Also, das hier ist der Dr. Neil Watts, der freundliche Typ hier im weißen Anzug, der hier schon den Kasten hält. Und das ist die Dr. Eve Rosalyn. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Send your memory to a Traversal Agent Sigmund Corporation. Und der Dr. Neil Watzke, der ist der Techniken-Spezialist. Specialist in der Sigmund Corporation. Notizen gibt es noch keine und ein Inventar, eine Ausrüstung. Okay. Dann wieder zurück ins Geschehen. Ach ja, und der Patient ist offline. Offline. Okay, dann schauen wir uns doch mal das Schild hier an. Weg zum Haus der Wiles. So ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist ja schon fast eine Einladung für Einbrecher.
ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Ja, da liest man das Schild und dann liest man es falsch rum. So ein Mist. Ich mag übrigens die RPG-Grafik, die... Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Piep, piep. Wie du immer an mich denkst, so wunderbar. diese Grafik, finde ich, erzeugt so eine wunderschöne Atmosphäre und es passt einfach zu dem Spiel, weil das halt das Wesentliche im Prinzip zeigt und nicht irgendwie noch irgendwelche sonstigen Details, die bei der größten 3D-Engine bla gezeigt werden müssen. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem. Bin ich witzig. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir, ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht könnten wir einen Ast als Hebel benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Ich würde sagen, wir bewegen ihn einfach mal mit den Händen. Oder wir brechen die Mission ab. Wir brechen die Mission ab. Du weißt, dass wir nicht bezahlt werden, wenn wir nicht durchkommen, oder? Ich könnte schon etwas Kleingeld brauchen. Der neue IKEA-Katalog war in der Post. Oh Gott. Na gut, dann ein Ast finden. Ein Ast wird reichen. Ein Ast. Dann heben wir den jetzt mit dem Ast an. Okay, hoffentlich funktioniert das. Was? Was war das? Das... Hast du das auch gesehen? Sowas wie ein Ball. Na gut, egal. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Wenn man den nämlich mit den Händen bewegt... Soweit bin ich ja schon mal gekommen in der Epic... Eichhörnchen. In der Epic-Fail-Aufnahme, wo ich vergessen habe, den Ton anzustellen. Hüstel. Da ist der Ball dann hier an allen Wänden entlang gehüpft. Jetzt verstehe ich auch, warum der gehüpft ist. Ich habe mich immer gefragt, wieso der hüpft. Hallo? Geht ihr mal? Ah, dann gehen wir halt mit dem Steuerkreuz. Auch kein Problem mit. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Haus, ohne weitere Umschweife. Klopf, klopf. Und wir hören wieder ein Klaviersolo. Mom, Sie sind da. Achso, das ist ein Junge. Mom, wir sind da. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Na, da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Die sind mir schon jetzt sympathisch. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Halt den Mund. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Und wir werden das WC aufsuchen müssen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider wäre... Vergiss nicht unsere Ausrüstung, du Idiot. Alles muss man selber machen. Ich werde viel zu schlecht für... Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Schlepp, schlepp, schlepp. Rückwärts, schlepp, rückwärts, schlepp. Tür zu. Erster Akt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass die Leuchttürme sind. Was hat es damit wohl auf sich? Wir werden es noch erfahren, hoffe ich.
Dr. Watts und Dr. Rosalind, nehme ich an? Ich hoffe, die hat bloß eine Nebenrolle. Ich kann nicht die ganze Zeit so hochreden. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem. Ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein. Ich bin nur die Pflegerin. Und das sind meine Kinder. Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job. Deshalb erlaubt uns Johnny, hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben, sein Arzt ist gerade bei ihm. Schrecklich, meine Stimme. Kommen Sie bitte mit. Kommen Sie, kommen Sie. Wir haben noch viele. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. Bewegung. Ausrüstung erhalten. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Tralali und tralala. Nach oben. Ja, aber sowas von. Okay, Sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Ja, komm, Fanger, wer ist zuerst da? Tralali und tralala. Tja. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast eh die beiden langweiligen Noten. Und nun hören wir ein Klavierduett. Pixelgrafiken, Alyssa Christopher, Kangao und zwei weitere Leute. Grafikressourcen, List selbst. Und genießt dem Klavierduett. Für Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey! Du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Ich muss echt sagen, die Musik gefällt mir jetzt schon richtig gut. Dieses Klavier, das klingt so nach was, auch wenn das eigentlich das Thema selber ist, zwei Töne. Und das, ja, gut, für die jetzt nicht so Musikinteressierten. Machen wir einfach weiter. Aber ich finde die Musik toll. Also ab ins Krankenzimmer. Und es war still. Was haben wir denn hier? Komm, lass mal den noch ein bisschen schleppen. Mach das doch so gern. Hier haben wir schöne Bilder. Ein Leuchtturm. Eine Frau mit Blumen. Eine Ente oder ein Schnabeltier. Viech. Sieht mir halt nimmt ein Tier aus und. Drei Leute. Ein älterer Mann in der Mitte, eine ältere Frau oder eine Krankenschwester rechts und eine vermutlich ältere Dame. Alter, das klingt so, als ob ich alles wüsste, aber einfach weil die Frisuren hier so, naja, schon ein bisschen älter aussehen. Komm, wir gucken uns mal das Bild an. Das kann man sich angucken. Deswegen die Lupe vielleicht. Sagen die dazu was? Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. Na gut, fast. Das Gemälde zeigt ein Tier. Oder so etwas. Fast. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Ich vermute Blumen. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Na, habe ich ja gar nicht mal so schlecht geraten. Licht aus. Geht nicht. Schade. Dann reden wir mal. Mit Lilly. Wollen Sie aufbauen? Ja. Ja, dauert nur einen Augenblick. Buch Kangao. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh,
Mist. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Wie macht er sich? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihn also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der absolute Obermega-Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedreht, aber was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Boah, das klingt so konzernmäßig. Kunde. Die versuchen, in den seine Vergangenheit zu reisen und die Erinnerungen zu manipulieren, damit er seine tiefste Wunsch, zum Mond zu fliegen, erfüllt bekommen kann. Gut, jetzt habe ich euch schon mal die grobe Story erklärt, damit ihr das hier besser versteht, warum ich das mit dem Kunden gerade eine blöde Formulierung. Na gut, Patient. Kunde klingt so konzernarschmäßig. Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Ja, weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich ein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mach einfach deine Arbeit. Ach, die giften schön. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen. Er hat Sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Wer geht los und durchsucht das aus? Charakterauswahl. Ich würde sagen, für die sarkastischen Kommentare wählen wir Dr. Watts. Ich mach das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater-AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Pah! Ist doch das Gleiche. Einfach hier konfigurieren. Sie läuft schon. Meine Kinder können Sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. So, und damit mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich hoffe, diesmal war ich fähig genug, das ordentlich hinzukriegen. So, ich habe das jetzt hoffentlich verspeichert. Ja, habe ich, denn heute ist der 16. Ja, heute ist der 16. Februar, genau. Ja, das war erstmal die erste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei To the Moon. Ich freue mich auf euch. Wuhu. Ciao.